Moin Leute, aufwachen! Wir sind nämlich wieder da. Wir haben uns gedacht, ohne die dritte Liga ist uns allen ein bisschen langweilig. Und deswegen haben wir für euch eine Spezialfolge Dein FCK mit Marco Antwerpen. Überragend. Genauso ist es. Und jetzt geht's los mit Folge 14 Dein FCK. Moin Leute, ich bin Marius. Und endlich ist die Winterpause vorbei. Es liegt wieder dieses Gefühl in der Luft. Die Vorfreude, dieses Kribbeln, merkt, dass es wieder losgeht. Endlich wieder dieses Kribbeln. Und beim Trainingsauftakt, bei 8 Grad und Dauerregen, hat man das gespürt. Überragend. Ja, aber ob die Spieler das genauso überragend fanden? Bei so einem Wetter macht es ja umso mehr Spaß, wenn man da durch die Pfützen fliegen kann. Ein Tick gefährlicher als ein normaler Platz, weil man eben doch häufiger mal wegrutscht. Aber im Endeffekt hat man uns, glaube ich, auch angesehen, dass es Spaß gemacht hat. Naja, da sind sich ja zum Glück alle einig. Und selbst Trainer Marco Antwerpen hat sich mal wieder an der Pille ausprobiert. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn wir sehen, dass ein Spieler mit Qualität auf dem Markt wäre, der uns besser macht oder der uns was gibt, was wir nicht haben aktuell. Außenstürmer, das ist natürlich ein Thema, wo wir dann auch angehen. Könnte doch was werden mit Marco in der Offensive. Und er selbst erwartet ja genauso einen Spieler, der vorne auch mal knipsen kann. Wenn es ein bisschen in der Offensive hapert, möchte ich ganz gerne mal jemanden haben, der auch in der Lage ist, viele Tore zu erzielen. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, sieht das hier gar nicht mal so schlecht aus, was wir da von Marco Antwerpen aus dem Archiv gekramt haben. Sicher ist zumindest, dass Marco Antwerpen safe mehr Buden machen würde als damals Sandro Wagner. Ja, Leute, da läuft's mir auch eiskalt den Rücken runter, wenn ich mich an diese Bilder zurückerinnere. Aber die eigentliche Frage ist doch, ob Marco Antwerpen auf so einen Spielertyp Bock gehabt hätte, wie er früher selbst einer war. Seine Einstellung zum Training, die war ja nicht immer so vorbildlich, sag ich mal einfach. Das ist natürlich jetzt morgen für meine Spieler nicht so gut, ne, weil ich denen halt immer sage, du spielst eigentlich am Wochenende, wie du trainierst in der Woche. Und jetzt werde ich mir morgen wahrscheinlich was anhören können. Ja, und das auch vollkommen zu Recht. Jetzt heißt es nämlich nicht mehr von den Spielern. Da wir eben jeder individuell die Läufe gemacht hat. Sondern eher. Kurze Vorbereitung, kurz mal Vollgas geben und dann geht's schon wieder mit den Spielen weiter. Weil als Spieler will man natürlich nur spielen. Ne? Ganz ehrlich, Leute, da geht doch jeder Kreisliga-Legende das Herz auf. Kurze Vorbereitung, kurz mal Gas geben und dann einfach wieder kicken. Selbstverständlich, das macht ja auch viel mehr Spaß. Wo er recht hat, hat er recht. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. Auch wenn es Marco Antwerpen wahrscheinlich nicht schafft, für den FCK im Sturm zu kicken, könnte doch noch was passieren am Kader. Ja, wir sind ja immer angehalten, auch den Kader zu optimieren und zu schauen, wer kann uns noch verstärken. Unser Credo ist halt immer, wir möchten qualitativ gute Spieler holen. Und da werden wir schauen, ob wir da noch eine Möglichkeit haben, was zu machen. Hört sich doch so an, als könnte wirklich noch was gehen für den FCK auf dem Transfermarkt. Was meint ihr? Braucht der FCK im Winter noch Verstärkung oder ist die Mannschaft gut genug, um die Saison zu Ende zu spielen? Schreibt's einfach mal hier unten in die Kommentare und vielleicht habt ihr ja schon einen Spieler im Kopf, der dem FCK direkt weiterhelfen könnte. Aber jetzt zurück zu Marco Antwerpen. Angeblich soll dieser kleine süße Junge und dieser emotionale Coach ein und dieselbe Person sein. Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ganz ehrlich, ich hab's nicht geglaubt. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlte, das ist ja heute auch noch teilweise der Fall, dann sagt er dem Schiri auch mal die Meinung. Ja. Das haben wir einige Male gesehen in der Hinrunde. Manchmal vielleicht ein Hauch zu viel. Das ist dann schon so ein Thema, wo ich dran arbeiten muss. Also habe mich nicht wirklich wohl gefühlt, da in München auf der Tribüne zu sitzen. Es war auch viel zu kalt, um da gute Laune zu haben. Aber dementsprechend ist es wirklich ein Thema, da muss ich dran arbeiten. Irgendwie schon. Aber andererseits liebt man ihn doch genau für diese Leidenschaft. Das ist dieses Feuer, was in diesem Mann steckt. Er hat so viel Power, dass das auf die Mannschaft übergreift. Ich mag das, wenn jemand sehr emotional und leidenschaftlich ist, auch wenn es manchmal eine gelbe Karte gibt. Der Mann gehört hierhin. Wir haben den richtigen Trainer. Kann ich so unterschreiben. Aber berühren solche Aussagen noch einen Trainer, der schon so lange im Profigeschäft ist? Wir jagen ja immer nur 3 Punkten nach und schauen uns den Tabellenstand an. Aber wenn man sowas dann einfach mal hört, eine direkte Rückmeldung einfach mal, dann ist das eine schöne Bestätigung und das tut wirklich sehr gut. Marco, du machst das wirklich überragend. Kommen wir zum Sportlichen.
Der FCK empfängt zum Jahresauftakt den SV Meppen zum Spitzenspiel auf dem Betze. Und nur 3 Punkte liegen zwischen den beiden Teams in der Tabelle. Also quasi ein 6-Punkte-Spiel. Scheiß Floskel. Ja, Matteo, du hast ja recht. Trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Spiel für den FCK. SV Meppen, das wird ein Brett. Genau so ist es. Meppen wird ein richtiges Brett. Aber genau da heißt es einfach... Hart arbeiten und dann gewinnen. Eigentlich ziemlich einfach, das Motto. Wenn das jetzt noch am Wochenende genauso klappt, dann wäre das natürlich... Überragend. Sorry Leute, falscher Einspieler. Eigentlich ziemlich einfach, das Motto. Wenn das jetzt noch am Wochenende genauso klappt, dann wäre das natürlich... Überragend. Danke Leute, das war der richtige Einspieler. Aber trotzdem schön zu sehen, dass die Worte des Trainers so gut bei den Spielern ankommen. Da fällt mir doch noch ein Beispiel ein. Jetzt entscheidet sich ja noch nichts und wir sind wirklich gut dabei. Wenn wir von Spiel zu Spiel, auch wenn es eine scheiß Floskel ist, wirklich immer weiter hart arbeiten und dann gewinnen und gewinnen. Hört sich doch echt so ähnlich an wie die Aussage vom Trainer. Wir konzentrieren uns komplett auf das Spiel jetzt gegen Meppen und was dann letztendlich irgendwann im Mai passiert, das wissen wir jetzt noch nicht. Matteo, sag du es ihm. Scheiß Floskel. Deine Worte, nicht meine. Unterm Strich ist das Heimspiel gegen den SV Meppen wirklich sehr, sehr wichtig. Aber die Saison ist noch lang und es sind noch viele Punkte zu vergeben. Scheiß Floskel. Ja, Matteo, ist ja gut jetzt. Ein Weg, den auch gerne Marco Antwerpen gehen würde. Natürlich versuche ich, Fußspuren zu hinterlassen und ich eine erfolgreiche Zeit habe. Und dafür mache ich den Job und dafür lebe ich das auch. Vielleicht ist das ja ein sehr gutes Zeichen, dass Marco Antwerpen seinen Vertrag, der am Saisonende ausläuft, doch noch verlängert. Das wäre für alle Beteiligten... Überragend! 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 Leute, und das war's auch schon wieder mit der Spezialfolge Dein FCK zu Marco Antwerpen. Wenn ihr sie genauso überragend fandet, dann lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Ja, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns mit der nächsten Folge nach dem Heimspiel gegen den SV Meppen. Bis dahin, Peace.